Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem kurzen Video auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, ob das Video kurz sein wird oder nicht. Ich nehme euch jetzt einfach mal ganz kurz an meinem Morgen mit, denn meine Morgen sind sehr kurz, weil ich den ganzen Tag nicht zu Hause bin. Ich fahre circa gegen 10, halb 11 immer weg und komme dann meistens immer zwischen 19 und 22 Uhr nach Hause. Also bin ich derzeit den ganzen Tag nicht da. Wir müssen auf jeden Fall gleich erstmal kochen, weil ich koche immer morgens, beziehungsweise ich esse immer sehr früh morgens Mittag, damit ich halt soweit satt bin. Und dann müssen wir nochmal die neuen Rollos aufhängen, die ich jetzt hier habe. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, damit sie auch schön kühl bleibt, wenn es wieder warm wird. Aber ich würde mal sagen, wir starten den Tag. Ich bin noch hundemüde. Ich hätte noch 20 Jahre weiter schlafen können. Geht aber nicht. Meine lieben Schnutis, wir werden jetzt ein kleines bisschen umdekorieren. Ignoriert einfach den Wäscheständer. Und zwar werden wir gleich die Rollos hier einmal wechseln, denn ich habe neue bekommen. Das Problem hier ist momentan, dass durch diese Rollos einfach die Wärme richtig krass reinkommt. Wenn hier die Mittagssonne reinknallt, dann ist es hier mittags und nachmittags und abends, bis es abkühlt, so krass warm. Und da wir aktuell halt unsere Klimaanlage bei meinen Eltern noch haben und da aktuell nicht hinfahren können, brauchen wir halt einfach neue Rollos. Das Problem hier an der ganzen Geschichte ist, bei uns irgendwie Rollos zu finden in der Größe, die wir an Fenster haben, ist sehr schwer. Die beiden habe ich nur auf Nachfrage bekommen. Nur auf Nachfrage. Und das hat meine Schwiegermutter irgendwo gefunden. Keine Ahnung, Leute. Es war wirklich sehr problematisch für meine Fenster, irgendwie Rollos zu kriegen. Und wir brauchen hier aber irgendwelche Rollos drin, wie gesagt, weil hier die Wärme richtig reinknallt. Und das Besondere bei uns ist, was absolut beschissen ist, dadurch, dass die Wärme hier reinkommt, verdampft dieses Röhrchen, was wir haben. Das kann ich euch jetzt mal eben kurz hier zeigen. Viele von euch kennen das vielleicht ältere Zuschauer, die ich habe, oder einige jüngere Zuschauer, die das noch haben. Das ist ein Röhrchen und dieses Röhrchen verdampft bei Wärme. So, auch wenn wir die Heizung nicht anmachen, verdampft dieses Röhrchen bei Wärme. Theoretisch sollte es nur verdampfen, wenn man die Heizung anmacht. Das heißt, wenn man dann im Winter die Heizung aufdreht. Wir haben zum Beispiel jetzt mittlerweile schon 4 verdampft, also 4 Punkte verdampft, obwohl wir die Heizung nie anhatten. Ja, das ist halt einfach so ein kleines Problem und deswegen brauchen wir ordentlich Rollos, die halt einfach die Wärme draußen lassen. Und deswegen habe ich diesmal qualitativ hochwertige Rollos mal bestellt und zwar von Schütte. Ja, die sorgen dafür, dass die Wärme draußen bleibt, dass die Wärme nicht reinkommt, dass es schön kühl bleibt. Hier haben wir einmal die 3 Rollos und zwar ist das fürs Fenster, also für die beiden großen Fenster und das ist für die Balkontür. Genau, von der Marke Schütte. Schütte produziert Vorhänge, Plissés und Rollos lokal und vor allem ist eine Familie, die auch ihre Kunden wie Familie behandelt. Und das kann man hier dran sehen. Und zwar haben die hier geschrieben, hallo Alina Rierich, dieses Schütteprodukt ist ein Unikat und wurde mit Herz eigenes für Sie hergestellt. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt und bedanken uns herzlich für Ihr Vertrauen. Liebe Grüße, Ihr Schütteteam. Ich bin noch nicht bereit zu lesen, Leute, wir haben erst morgens, aber das steht einfach auf jedem Rollo. Warte, hier auch nochmal. Und Leute, ich bin einfach mega, mega begeistert. Ich habe schon einige von diesen Rollos gehabt, aber die sehen einfach so gut aus. Eins hatte ich auch irgendwo schon aufgemacht, um zu gucken, wie sich das Material anfühlt. Und es ist super. Es fühlt sich super, super, super toll an. Und ich habe mir jetzt einfach gedacht, wir machen die einfach schnell gemeinsam dran. Das soll auch super schnell gehen. Mal gucken, ob das auch super schnell funktioniert. Was nicht super schnell funktionieren wird, ist, dass ich gleich die hier abmachen muss. Und die gehen super scheiße ab. Das ist auf jeden Fall Fakt. Wir gucken einfach. Ich mache jetzt gerade das Mittagessen. Jetzt denken einige, hä, Mittagessen? Alina, es ist doch morgens. Ja, Leute, wir haben fast 9.40 Uhr und ich mache jetzt gerade Mittagessen. Bei uns gibt es seit 2 Tagen so früh Essen. Pascal hat nämlich Spätschicht, das heißt, er fährt um 11 Uhr hier weg. Ich mache jetzt das Essen fertig, dann muss ich noch ein paar andere kleine Dinge machen und dann fahre ich nämlich auch weg. Das heißt, ich bin wahrscheinlich schon um 10 Uhr hier weg. Ich komme. Wenn ich Glück habe, komme ich um 7:30 nach Hause und ich habe den ganzen Tag dann kaum was gegessen oder sowas. Vielleicht laufe ich noch zur Bäckerei, da die in der Nähe ist, wo ich hinfahre.
Aber ansonsten esse ich nichts und deswegen muss ich zusehen, dass ich wenigstens morgens etwas Vernünftiges in Anführungsstrichen esse. Jetzt denken einige, hahaha, Vernünftiges, koch doch mal frisch. Hätte ich die Zeit, würde ich frisch kochen, habe ich aber leider nun mal nicht. Irgendwann werdet ihr es verstehen, irgendwann, nur ist jetzt noch nicht die Zeit angekommen, aber irgendwann. Ja, es ist gerade so, wie es ist, Leute, und ich muss mich derzeit mit Fertigprodukten so ein bisschen abfinden. Es gibt heute Ecken, es gibt Kartoffeltaschen, die sind für mich, weil ich nicht genug Ecken habe. Und dann habe ich hier noch Schnitzel aus der Gefriertruhe gerade rausgeholt, da werde ich 3 Stück gleich von machen. Und dann werde ich noch eine Jägersoße dazu machen und dann reicht das auch vollkommen aus. Genau. So sieht der Plan jetzt gerade erstmal aus. Essen fertig machen und dann gucken wir, was wir gleich machen. Das Essen ist jetzt fertig. Hier haben wir Pascal-Teller, da haben wir meinen Teller. Absolut nichts Besonderes, aber es ist nun mal Tag gerade. Ja, los gibt es jetzt auch nicht. Pascal wollte keine. Für mich brauche ich auch keine unbedingt. Deswegen Ketchup und Mayo. Das regelt, ne? Piep, piep, piep. Guten Appetit. Wir haben uns alle ganz doll lieb. Ja, dein Pommes-Salz, tut mir leid, habe ich vergessen. Ohne das geht ja die Welt unter. Und deine Zitrone, dein Zitronensaft? Mhm. Pascal bereitet jetzt einmal die Fenster vor, damit wir gleich die neuen Rollos dran machen können. You know? So sieht das Ganze aus. Also wie man sehen kann, wir haben extrem große Fenster. Der andere hat das schon abgemacht. Ich kann leider nur so schräg filmen, damit ihr nicht rausgucken könnt. Aber so könnt ihr nur einen Baum sehen. Kleine Fragerunde jetzt hier rein. Kennt jemand von euch die Olchis? Also ich bin damit aufgewachsen. Bei uns im Kindergarten wurden halt immer Olchis-Geschichten vorgelesen. Und ich war ja letztens bei Thalia. Moment, packe hier weg. Ich war ja letztens bei Thalia, weil ich da ein besonderes Buch gesucht habe, was ich unbedingt haben wollte. Und dann habe ich gesehen, dass es noch die Olchis-Bücher gibt. Ich habe jetzt hier einfach das Buch mitgenommen. Hier sind so 3 Abenteuergeschichten drin. Das hat mich auch 18 Euro gekostet. Aber ich fand die früher richtig cool. Da gibt es mega, mega, mega viele Bücher von. Sogar hier mit so einem Lied. Das Matsch... Was? Das Matsch... Pfützenlied? Das Matsch-Pfützenlied? Keine Ahnung. Aber kennt das jemand? Kennt jemand die Olchis? Falls nicht, kaufen. Die sind mega. Mega. Und wie begeistert sind Sie? Sehr tiefenentspannt das aufbauen. Also ja. Fertig. Nur draufstecken. Mega gut. Wir haben jetzt schon mal das erste aufgebaut. So Vorführeffekt. Was heißt aufgebaut? Einfach nur dran geklemmt. Vorführeffekt, damit wir gleich ein bisschen was erklären können. Aber Leute, ich habe schon einige Rollos zusammengebastelt. Das musstest du im Endeffekt nur dran klemmen. Ey, richtig krass, aber... Super. Passt richtig gut, ne? Aber das sieht anders aus wie die, die ich kenne. Ja, materialmäßig wird besser, ne? Ich finde das richtig hochwertig verarbeitet. Ja. Und vor allem, ich habe jetzt schon einige Rollos gehabt, das ist echt blickdicht. Ja, und du hast nicht so Fransen, das ist gerade geschrieben. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Normalerweise hat man hier so Fransen und es ist einfach alles gerade abgeschnitten. Ich kann euch mal ein anderes Rollo zeigen. Ich habe jetzt hier ein Rollo oder beziehungsweise 2 Rollos aus dem Möbelhaus. Möbelhaus, kann man das so sagen? Möbelhaus? Ja. Aus dem Möbelhaus, so. Aus einem. So, schaut euch das mal an, Leute. Du hast hier... Teilweise hast du hier solche Fransen, links und rechts. Also die gehen auch öfter mal auf. Gut, die sind jetzt neue Leute, aber wir hatten die alten, die sind hier an der Seite aufgegangen. Hier fängt das auch schon an. Irgendwann fangen die an, so Löcher zu kriegen. Die sind halt jetzt neu, deswegen, ne? Aber ja, die alten... Allein von unten besser verarbeitet. Ja. Hier ist nur so ein Stoffding. Ja, hier ist nur so ein Stoffding und das Ding, das rutscht hier die ganze Zeit raus. Und dann, wenn Wind ist, klappert das dagegen. Ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt zeigen kann, also... Da, so könnt ihr das sehen. Und du brauchst ewig, bis du die aufgebaut hast. Und wie gesagt, das Blöde an denen ist halt einfach, die kriegen irgendwann Löcher. Also du siehst dann irgendwann, wenn die Sonne hier reinscheint, dass die halt Löcher haben. Und das, du merkst es halt auch richtig, es ist sehr, 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 sehr dünn. Und das andere ist halt einfach anders verarbeitet. Das ist mega gut. Und soll ich mal was sagen, preislich waren die sogar teurer. Und hier kann das halt einfach bei den Rollos von Schütte nicht passieren, denn hier ist dieses Endstück
an dem Rollo selber dran. Das heißt, da passiert gar nichts. Das finde ich richtig gut. Also, ich bin begeistert. Pascal macht jetzt einmal das Große jetzt auf. Das müssen wir natürlich auch aufbauen. Natürlich könnt ihr die Rollos auch dran bauen, aber beziehungsweise dran bohren. Das meine ich. Wir haben hier übrigens Schütte Premium Rollo. Genau, hier wäre einmal bohren, aber das machen wir nicht. Wir klemmen dran. Das ist nämlich einfacher. Jetzt muss er das nur noch da hinten rausholen. Wir wollen ja auch die Rollos immer hin und her wechseln. Im Winter dann wieder die anderen dran. Jetzt für den Sommer haben wir dann die Rollos dran. Aber es ist halt super einfach, das Ganze zu befestigen. Sonst brauche ich immer ewig und 10 Tage. Ihr habt halt einfach die Ecken da. Da, die Ecken. So sieht das Ganze aus. Ihr könnt das auch dran kleben, wer mag. Und diese Ecken, die kommen jetzt hier einfach so dran geschoben. Und dann kann man das Rollo auch schon aufhängen. Wenn man das da nicht fallen lässt. Ja, aber schmeiß natürlich auch gerne mal weg, ne? Tack. So, das war schon, ist dran. Das Ganze macht Pascal jetzt auch auf der anderen Seite. Tack. Und jetzt kann das Rollo aufgehängt werden. Tack. Jetzt hab ich dran. Jetzt ist es bereit zum Aufhängen. Hier haben wir jetzt einmal das Rollo, wie gesagt, hier einmal links und rechts einfach nur dran geklemmt. Wir bohren nicht. Das Klebeding lassen wir auch dran, weil wir die Rollos ja mal wechseln möchten. Und jetzt ist es eigentlich easy peasy, das Ganze zu machen. Man klemmt das Ganze an den Fensterrahmen. Also einfach so einklemmen. Dann sollte man das Fenster zumachen, damit die Dinger nicht mehr rausfallen. Ja, das ist halt wesentlich einfacher. Es ist einfacher, ja. Und jetzt einfach nur hochheben und dran drücken. Ja, und Leute, das war's schon. Also halt einfach nur kurz anheben und das Rollo gegen den, habe ich gerade Türrahmen gesagt? Weiß keine Ahnung. Nicht. Einfach gegen den Fensterrahmen okay. Klicken. Einfach das Bämmchen abmachen. Mit Gummi von der Kurbel entfernen. Ne. Zack. Jetzt habe ich mich verheddert. Perfekt. Vorführeffekt. Ja. Aber ich glaube, du musst das Rollo noch ein Stückchen nach links machen. Oh. Weil hier ist. Obwohl, nö. Ja, hier unten ist das bei uns offen, weil der, das weil untere. Das da unten einfach zu groß ist. Ja, weil das ist zu breit. Und weil man kann ja schlecht die Maße von dem größeren Fenster nehmen. Das passt dann auch oben gar nicht. Dann passt ja gar nichts mehr. Ja. To the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel it. Ja, was soll ich sagen, Leute? Bin mega happy. Die sind mega blickdicht. Also, Leute, unser Wohnzimmer wurde jetzt von Tag zu Nacht mega, mega, mega gut. Also, was sagen Sie? Sir Kritiker sonst immer? Sehr zufrieden. Sehr zufrieden? Ja. Ich auch, ich finde die gut. Ich packe euch jetzt nochmal alles unten in die Infobox, wie ihr auf die Seite kommt, um Rollos zu bestellen. Wie gesagt, Leute, ich hatte dieses Jahr, im Januar hatte ich so Probleme für mein Fenster, Rollos zu bekommen, weil ich nur auf Anfrage das Doppelrollo bekommen habe. Ansonsten sind nämlich unsere Fenster leider sehr groß und man kann die Größe nirgendwo kaufen. Nicht im Baumarkt, nicht in einem Möbelhaus oder sonst irgendwo. Habe ich nur auf Anfrage bekommen. Ja, und hier hatte ich überhaupt keine Probleme für mein Fenster, Rollos zu bekommen. Ich werde euch jetzt aber nochmal zeigen, wie man dort die Sachen bestellt, beziehungsweise wie man dort überhaupt irgendwie irgendwas findet. Hier sind wir einmal auf der Schütte-Seite. Die bieten Plissés ohne Bohren an, Plissés mit Bohren an, Dachfenster-Plissés, Rollos und Vorhänge, also Rollos zum Bohren und nicht Bohren. Genau, hier kann man zum Beispiel auch sehen, 60 Sekunden Montage am Fensterrahmen, also unsere Rollos, das war easy peasy lemon squeezy. Ich habe noch nie in meinem Leben, wie ich schon gesagt habe, so schnell Rollos ans Fenster gebracht. In dem Falle haben wir Rollos genommen, einmal die hier. Und da gibt es auch noch verschiedene Rollos, zum Beispiel bieten die auch Doppelrollos an. Und hier gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. So, jetzt muss ich nochmal eben kurz gucken, wir haben diese Thermo-Blackout-Dinger. Also, ja,
da und dann kann man halt sich eine Farbe aussuchen. Wir müssten das dunklere haben. Genau, dieses Shadow Grey haben wir. Dann könnt ihr sogar die Profilfarbe euch aussuchen. Und zwar gibt es hier Weiß, es gibt so ein Grau, Braun und es gibt Schwarz. Wir haben hier Weiß genommen. Hier gebt ihr dann einfach die Breite ein und die Höhe. Zum Beispiel, weiß ich nicht, 160. So, und das war's. Ja, und dann zeigt er euch direkt hier einen Preis an, 53,99 Euro. Und dann könnt ihr das Ganze einfach in den Warenkorb tun. Und ja, das könnt ihr halt mit jedem Rollo machen, euch das aussuchen hier, welche Farbe, welche Profilfarbe. Und das geht auch bei Tag und Nacht. Also bei denen hier, zum Beispiel hier so ein schönes Braun müsste das jetzt sein. Hier auch nochmal Profilfarbe, Breite und Höhe. Dann zeigt er euch auch direkt die, den Preis an. Und ihr könnt natürlich auch die Menge hier erhöhen. Genau, und zeigt euch auch direkt an, bis Lieferung zum Beispiel 9. August. Ja, also was soll ich euch sagen, Leute? Ich kann euch Schütte wirklich nur ans Herz legen. Ich finde die Montage einfach richtig, richtig, richtig gut. Also so aufbauen, das kriegt jeder hin. Ja, ich packe euch den Link unten in die Infobox. So, Schnuntis, ich war gerade noch ganz schnell bei Kaufland. Ey, draußen geht bei uns die Welt unter. Es regnet auf einmal wie nichts Gutes. Ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt mache, muss ich das später nicht machen. Etwas in Zeitdruck bin ich natürlich auch gekommen. Ich zeige euch jetzt schnell, was ich gekauft habe. So, einmal eine Pizza Margherita für 99 Cent. Dann einmal Sandwich Toast. Das Licht ist absolut scheiße gerade, aber was soll ich machen? Was soll ich machen, wenn die Welt untergeht? Spaghetti Carbonara, falls ich absolut nicht schaffe zu kochen, weil ich gehe momentan morgens und komme erst abends wieder. Und ich weiß nicht, wann ich abends wieder komme. Manchmal komme ich um 18 Uhr, manchmal komme ich um 19 Uhr und manchmal komme ich um 21.30 Uhr erst nach Hause oder um 22 Uhr. Aber das nehme ich in Kauf. Zweimal wie nennt man das? Den Quatsch hier. Den Kochschinken in groß. Zwei Packungen für Pascal und einmal Gouda Jung und einmal eine neue Papiertüte für den Papiermüll. Ja, die sammeln wir nämlich, die schmeißen wir nicht weg. Die sind super gut für den Papiermüll. Papiertasche hat 25 Cent gekostet. Gouda 400 Gramm hat 2,99 € gekostet. Zweimal Kochschinken jeweils 1,49 €. Spaghetti Carbonara 2,49 €. Sandwich Toast 1,49 € und die Pizza Margherita 95 Cent. Obwohl ausgezeichnet 99 Cent waren. Aber yes, das war's. Ja, Leute, das war mein Morgen. Das war ein bisschen hektisch jetzt alles, aber ist so wie es ist. Nichts Besonderes mein Morgen. Nichts Tolles, weswegen man das Ganze abfilmen sollte. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Däumchen nach oben, Kommentar und über kostenlos, aber würde ich mich sehr freuen. Und ich fahre jetzt los. Tschüss.